А можно вот такие макароны вот как-то вот так положить? Lecker. Oh Gott, ist das geil. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht einfach nur die ganze Zeit was esse, während ich kenne. Guten Tag aus Moskau. Mein Name ist Paulina Ruzinski und ich erzähle euch jetzt mal was über meine Vergangenheit. Ich habe mal gekellnert. Eher weniger gut. Da war schon mal der Finger in der Suppe drin beim Servieren oder der Rotwein über dem Gast. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse es mir noch mal richtig beibringen. Und zwar im renommiertesten Café Moskaus, im Café Puschkin. Das ist Sophia. Здравствуйте, спасибо большое. Und wir legen gleich mal los. Работа, работа, работа. Und in Russland ist es so, die Tasche darf auf gar keinen Fall auf dem Boden stehen. Wegen dem Aberglauben, sonst hat man kein Geld. Deswegen gibt es hier im Café auch so kleine Tischchen. Da ist jetzt die Tasche geparkt. Das ist Vanille, ne? Okay, also ein Cappuccino und ein Eclair. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ah, Eclair ist Karamelle. Irgendwie ist es hier doch nichts für mich. Ich suche mal nach einem anderen Café. Ja, im Puschkin-Café war es ja ein bisschen trocken. Ich glaube, es ist viel toller, dort Gast zu sein, als zu kennen. Und ich glaube, jetzt wird es viel, 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 viel besser. Ich gehe jetzt nämlich in das Katzencafé. Oh mein Gott, sind sie süß. Oh Gott, guck mal. Hier, hier, du kriegst noch mal. Oh, ich habe eine kleine Kralle in meinem Finger und in meinem Bein, aber ich finde, die Schmerzen sind es wert. So, ich kenne da jetzt doch ein bisschen, aber nicht für Menschen, sondern für Katzen. Bitte schön, bitte schön. Hallo, ja, schmeckt's dir? Das sind alles Streunerkatzen gewesen und die suchen ein Zuhause. Das heißt, wenn man eine Katze oder einen Kater besonders gern mag, kann man den auch irgendwann adoptieren und nach Hause mitnehmen. Ich würde dann Kiss-Kiss nehmen. Kiss-Kiss, ой, какой Kiss-Kiss, ой, какой ты красивый. Das ist hier natürlich eine ganz andere Welt als im Café Puschkin gerade. Aber das gibt's auch. Leute kommen ins Café, um Katzen zu streicheln und ihren Kaffee zu trinken und Sushi zu essen. Zifferblatt oder auch Zifferblatt ist die nächste Station. Wir gehen hier in dieses Café rein und nehmen uns als allererstes eine Uhr. So, und dann stellt man die Zeit ein, zu der man angekommen ist. Es ist jetzt 18 Uhr. Denn hier zahlt man nicht den Konsum, sondern man zahlt für die Zeit. Je länger man hier sitzt, desto billiger wird der Stundentarif. Und umsonst sind hier auch die ganzen leckeren Sachen. Es ist halt Selbstbedienung. Das Tolle ist, man kann sich hier richtig Zeit lassen, denn es geht ja um Entschleunigung. So, und wo ist jetzt so, oder was? Ha. Vorhin hat mir die Katze die Hand abgeknabbert und abgekratzt. Jetzt habe ich mich mit heißer Milch verbrannt. In Russland muss man eigentlich immer sofort drauf pinkeln, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal sein. Hilft aber wirklich, nur mal so. Das mit dem Kellner-Crashkurs hat ja heute nicht so gut geklappt, aber dafür habe ich was anderes Wichtiges gelernt. Man muss sich Zeit nehmen für die Dinge. Entschleunigung tut gut und das mache ich jetzt einfach mal.